Herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier in vom Arsch. Wir machen jetzt mal eine Testfahrt, ob der jetzt das hinkriegt und uns den Mist zur Dings fährt. Ich habe nochmal rechts hat geändert, also WLAN mit Kuhstall und Abladen mit Mist Düngerweg. Das klappt. Werd mal sehen. Die erste Runde fahren wir gleich mit. Das ist überraschend, ne? Wenn das jetzt so immer funktioniert, dann werden wir ja gleich einmal, gleich die Meldung kommen, ist voll. Dann werden wir hier noch eine Straße bauen, also mal im Prinzip. Und dann klappt das. So, heute Nacht werden wir sehen, dass wir die Kälber morgen früh umgestaltet kriegen. Also, war gerade eine Bergziege, die Kuh. Dann brauchen wir auch hier noch nicht Rasen auf dem Hof, ne? Das ist ganz gut so. Das ist okay. Unseren denken, dass ich in Zukunft im Hof nichts liegen lassen, stehen lassen darf. Ne? So, dann werden wir einen Kurs einfahren wegen Gärreste, aber dann müssen wir halt bis anschließen. Wir müssen halt von der BGH hierher fahren und zur BGH zurück. Gärreste war aber schon voll gewesen. Das heißt, da werden wir nicht viel jetzt fahren können. Los, so geht nichts. So. Hat nicht so geklappt, ne? Muss ich gucken. Also jetzt hier. Muss ich mal den Kurs zeigen lassen. Denn das heißt, den Punkt werden wir jetzt ein bisschen umsetzen. Kippen wir aus. Es kann ja sein, dass das da gelingen hat. Also, Punkte kann man ja verschieben, das gute ich erstmal. Ja, wie gesagt, der Ding ist voll. Das heißt, werden wir jetzt nicht groß viel machen können. Aber wir trotzdem starten. Da soll er wieder aufladen, ne? Dann werden wir hier auch eine Straße malen müssen, irgendwann mal, bei Gelegenheit. Da kann ja ruhig wieder voll machen, ne? Und dann ist ja entsprechend, heute Nacht geht es ja. Schlafen relativ schnell. Hatte ich hier noch eine Bank gehabt oder nicht mehr? Haben wir hier eine Bank? Bei Gebäude, Farmhaus. Oh, wir haben nur Top-Häuser. Gutshaus haben wir. Oh. Wir haben nur die teuren Varianten, ne? Gutshaus, ja. Mal sehen, wenn die Kurve kriegt. Das ist hier ganz wichtig. Wie das mit dem Beladen klappt hier, dann mal so. Dass er richtig in den Punkt ist, wo er auch beladen kann. Ne? Ja, das klappt. Gut. Das ist gut. Förderband kann man so ein bisschen variieren. Das geht. Tut das aus, nicht? Gibt's doch gar nicht. Wieso sieht das aus? Ach so, er hat bestimmt. Ach ja. Motor starten, ne? Ein bisschen weiter ranfahren. So. Gut. Das läuft. Jedenfalls, hoffe ich jedenfalls. So, jetzt schauen wir mal unseren. Ja, das war die Ernte vorbereiten, ne? Der ist fertig, das ist gut. Dann heißt,
Den schicken wir Richtung Hof. Hof. Ah, der Tonschwörung. Das ist nicht so gut. Ja, nur durchswitchen hier ganz kurz. Das heißt, wir müssen den gleich mal wegfahren manuell. Also wenn der jetzt nicht startet mit Autoreifen, kann ich mir auch nicht erklären, warum nicht. Das klappt mal aus. Und einen schönen Zetter. Ah, da sind die Dinger, die ich mal sehe. Der Kollege mal presst. Die Zicken presst er auch. So. Kursgenerierung 23, Vorwende 2, Generierkurs zurück, ersten Wegpunkt, Eichstein. Ob der anhält? Aber da kennt er nichts. Der kennt keine Freunde. Wie gesagt, das ist ja entsprechend noch nass, also ist zwar schon trockenes Gras, aber halt nicht so trocken, dass man sagen kann, es ist Heu, ne? Nachts wird es auch nicht viel trockener werden, also nicht trockener werden, aber halt. So, Gras abgeerntet, gedüngt, dann muss auch düngen, ne? Ja, das ist blöd, aber wir mal sehen, ob gleich Dünger raufknallen. Wir haben eine Stufe Nummer O. Bei 3 Tagen ist es echt ungünstig, sagen wir so. Es wächst schneller, als man düngen kann. Wenn man jetzt warten würde, bis das Gras weg wäre, würde es nicht funktionieren. Also wenn man eine Ausnahme macht und entsprechend gleich düngen. So, der wollte nicht fahren. Entlassen. Aber die Wiese eingefahren? Ich glaube nicht. Aber das ist jetzt war ein Kram, ne? Ach, jetzt habe ich es auch mitbekriegt. Also habe ich einen Kurs? Ne. Doch, irgendwie haben wir einen Kurs hier, ne? Also wenn der Kursplay noch aktiviert ist und du machst dann auf Autodrive, dass er dann entsprechend gibt es Probleme. Okay, ist aber jetzt verständlich, ne? So, wir brauchen ein Düngefahrzeug. Den brauchen wir nicht. Dann nehmen wir den, ne? Der ist ja eh in der Nähe. Den werden wir gleich mal düngen. Sowieso gemacht werden. Vor heute Nacht ins schlafen, wenn wir nicht können. Wir werden halt schnell vorspulen, ne? Das werden wir machen. Weil Ausbauen für 150 oder 80.000, das haben wir jetzt nicht üblich, ja, übriges Geld. Und ein großes Gebäude muss man auch mal Platz schaffen für, ne? Man muss echt überlegen. Hinbringen. So, das mal gleich hinfahren. Schwarten können wir noch nicht, das muss trocken werden. Ne? Also morgen früh wird es eher trocken. Wenn überhaupt, ne? Morgen früh. Oder auch das Tagesmorgen, Sommer. Aber wir werden schon mal düngen, weil das garantiert morgen früh wieder gewachsen ist. Ne? Bei 3 Tagen Jahreszeit ist da nicht viel Luft. Düngen wir gleich selber. Das ist ja eigentlich nicht viel, ne? Da können wir den anderen ein bisschen ausweichen im Bruder, ne?
Normalerweise mache ich ja nicht, aber geht ja immer nicht anders. Beziehungsweise würde gehen, aber naja, es dauert dann zu lange. Ne? Also es kann sein, dass morgen für jemand Düngen nicht mehr geht, das ist das Problem. Deswegen mache ich es jetzt auch. Ja, Miss Blocking, er wird faul sein, Anna, ne? Beziehungsweise er wird nicht mehr abladen können. Da muss ich sehen, dass ich noch spätestens mal. Ja, mal sehen. Da. Das hinkriegen, dass wir dann noch Kurs eingefahren kriegen. Für Geres und wir müssen mal Dünger rausholen, ne? Wir müssen unser Lager reintun. Und dann werden wir sehen, oh, Schweine morgen abliefern. Ist ja auch bald wieder fertig, ne? Bei drei Tagen ist ja heftig, ne? Also da kriegst du ja viele Tiere und naja. Also wer mit Ziegen starten möchte und mit Tiere beginnen möchte, da kann ich nur empfehlen, mit drei Tagen zu beginnen. Weil dann vermehren die Tiere sich sehr schnell. Man kann sehr schnell auf die Produktionsmenge, die man haben will. Und dann später ne, muss man eh runtergehen mit der Leistung, mit der Menge, also der Zeit. Also hochreichen, damit man mehr auch schaffen kann. Ne? Aber zum Anfang ist es, denke mal, ganz gut. Wenn du jetzt Kühe anfängst, kaufst 200 Kühe, dann kriegen die ja gleich im nächsten Jahr Kälber. Dann hast du in 6-12 Tagen im Prinzip durch. Ne? Aber wie gesagt, das ist. Muss jeder für sich allein entscheiden, ne, was am besten geht. Ne? Ackerbau ist ein bisschen ungünstig. Da hat das, wie gesagt, Gras. Habe ich einfach nicht geschafft zum Düngen. Da war noch der Winter, da war noch zu kalt. Und am nächsten Tag war schon zu. Ja, da ist schon mit Wachstum durchgegangen. Ne? Und da war Düngen zu spät. Ging nicht mehr. Da war schon mal. Ne, also mehrreif kann man sagen. Ne? Wenn das gelb ist, dann kannst du nicht mehr düngen, ne? Das ist leider so. So schön, Temperaturen sind alle schön. Schön im Rahmen, ne? Was möglich ist, ne? Ein bisschen warm hier. So, Mikrofon drin weit weg. So. Dich da ranholen. Überlegen, ein bisschen günstiger ist. Habe ich überlegt mit Headset, es klingt nicht so gut. Ist leider nicht so perfekt. So. Kann sein, ein bisschen zu viel Dünge, aber mal sehen. Ich würde jetzt mit dem Helfer fahren lassen, aber der andere tut gerade zettern. Und das ist dann irgendwie, naja. Die würden sich garantiert irgendwo mal treffen und dann über den Haufen fahren. Aber ich kann ja hier ein Dings herfahren, den Schwader schon mal herfahren lassen, zumindest. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Position schon habe. Ich glaube nicht. Ich muss hier noch einfahren. So. Die eine war noch zurück. Dann dürfte das genügen. Das Grobe. Richtlinie.
Wenn es trocken ist, richtig hell. Also dann ist noch lange nicht trocken. Und nachts wird es eh nicht trocken werden. Aber denkt mal morgen, im Laufe des Tages. Aber mal sehen. Haben wir gleich fertig. Dann werden wir den gleich mal zurückfahren zur anderen Wiese. Denn wenn die dann vielleicht morgen gewachsen ist, dann können wir gleich nochmal düngen. 12. Ne? Denn die brauchen ja viel Heu, ne? Kühe brauchen viel Heu. Dürfte reichen. Eigentlich schon. So. Und Richtung Wiese. Tja, dass meins noch nicht gewachsen ist, dann wundern wir auch da. Ist ja auch ein Ding, ne? Ah, mon früh. Milch wird noch verkaufen. Milch mal gleich verkaufen. Das ist noch auch noch eine Option. Ne? Machen wir gleich nächste Folge. Milch verkaufen. Dann haben wir heute Nacht ein bisschen Geld. Das müsste schon mal da sein, ein bisschen Milch. Einen globalen Markt hätte machen können. Aber egal. Aber das haben wir jetzt einen guten Preis. So, liebe Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann immer tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.